Tag, bonjour, buongiorno, wish you a warm welcome. Willkommen zur gemeinsamen Medienkonferenz von Fondation Weil und Kunstmuseum Basel. Im Namen meiner Kollegen Josef Helfenstein, Anita Haldemann, Martin Schwandum darf ich Sie herzlich begrüßen. Unsere Institutionen sind über das große internationale Echo der Baselitz-Ausstellung in Basel erfreut und danken Ihnen für Ihr Interesse. Eine besondere Freude und Ehre ist die persönliche Teilnahme des Künstlers und die Anwesenheit seiner Frau Elke an dieser Medienkonferenz. Herzlich willkommen und großen Dank an Georg. Wenn man ihn kennt und seine Vitalität erlebt, ist es kaum zu glauben. Trotzdem bestätigen zuverlässige Quellen, dass in wenigen Tagen tatsächlich 80 Jahre seit der Geburt des Künstlers in Deutsch-Baselitz vergangen sind. Wir gratulieren dir und feiern dich. Du bist der berühmteste Künstler seit Böcklin und Holbein, der einen Wohnsitz und ein Atelier in unserer Stadt hat. Baselitz und Basel verbindet eine lange Geschichte. Nomen est omen, sagten schon die Römer. Was ich leider nicht bestätigen kann, ist, dass Baselitz nach Basel getauft oder die Stadt nach dem Künstler benannt wurde. Es handelt sich lediglich um eine Namensverwandtschaft, die glücklicherweise zu einer Wahlverwandtschaft wurde. 1970 hatte Baselitz seine erste Museumsausstellung überhaupt, Sie ahnen es, in Basel, und zwar in unserem Kunstmuseum. Weitere Ausstellungen folgten, auch in der Kunsthalle Basel und der Galerie von Ernst Beiler, dem Gründer unseres Museums. Baselitz nahm auch an der legendären Skulpturenausstellung statt, die Beiler initiiert hatte und die der damals blutjunge Kurator Martin Schwander betreut hatte, dem wir auch die Organisation der Ausstellung in unserem Haus anvertraut haben. In der Sammlung der Fondation Weiler ist Baselitz mit zwei qualitätsvollen Werken vertreten. Ich wünschte mir, es wären mehr. Für den Bau von Atelier und Wohnhaus des Künstlers in Deutschland, in Buch am Marmorsee, wählten Georg und Elke die Basler Architekten Herzog und Dömeron. Die Namensverwandtschaft und die Beziehungen zu Basel sind aber nicht der Grund für unsere Ausstellung. Auch sein runder Geburtstag ist nur der Anlass. Entscheidend ist etwas anderes. Georg Baselitz ist einer der renommiertesten Künstler der Welt. Er ist ein großartiger Maler, Bildhauer, Zeichner und Druckgrafiker. Wer sich für die Kunst unserer Zeit interessiert, muss seine Werke kennen und sich mit ihnen auseinandersetzen. Das ist keine Frage des Gefallens oder Geschmacks, sondern der kulturellen Bildung. Baselitz hat seinen Platz in der Kunstgeschichte auf sicher. Seine Biografie ist bekannt, seine Leistung bedeutend, seine Verdienste unbestritten, seine Auszeichnungen zahlreich, sein Ruf lange und schwer erarbeitet. Trotzdem gibt es in seinem Werk noch viel zu entdecken. In der breiten Öffentlichkeit ist seine Person teilweise bekannter als seine Bilder und auch Kunstexperten kennen gewisse Bilder nur aus Büchern. Kein Wunder, in der Schweiz gab es seit 1990 in Zürich, also seit über einem Vierteljahrhundert, keine Museumsausstellung von Baselitz mehr und auch keine Gelegenheit für die Öffentlichkeit zu sehen, wie sich sein Werk seither entwickelt hat. Und das zeigen unsere beiden Ausstellungen eindrücklich. Im 21. Jahrhundert hat sich die Kunst von Baselitz nochmal enorm erneuert und überraschend weiterentwickelt. Die Kuratoren werden anschließend näher auf die Ausstellungen in beiden Museen eingehen. Von mir hier ein paar einführende Gedanken zu Baselitz in der Fondation Beilung. Von Anfang an stand fest, dass wir dem Künstler zu seinem 80. Geburtstag eine große Ausstellung in Form einer Retrospektive über die Malerei und Skulptur widmen wollen. Diese sollte in enger Zusammenarbeit mit Georg Baselitz organisiert werden und viele seiner wichtigsten Werke aus 6 Jahrzehnten enthalten. Es ist schließlich gelungen, 81 Gemälde und 12 Skulpturen aus Museen und Privatsammlungen in Europa und Amerika zu vereinen. Sie werden im Garten, in den Sammlungsräumen sowie hier im Souterrain auf über 1500 Quadratmeter präsentiert. Darunter sind neben berühmten Hauptwerken auch Raritäten und Entdeckungen. Einzelne Werke waren seit Jahrzehnten nie mehr ausgestellt, manche werden hier erstmals öffentlich präsentiert.
Diese Ausstellung macht auf eine selbstverständliche und spannende Art deutlich, wie mutig, wie stark, wie eigenständig, wie energiegeladen, wie frisch und fresh die Werke von Baselitz sind. Wer Malerei liebt, wird begeistert sein, wer sich für Skulptur interessiert, wird staunen. Ich bin sehr glücklich über die Ausstellung, die zu den besten zeitgenössischen Ausstellungen gehört, die unser Haus organisiert hat. Ich danke Georg Baselitz für seine Großzügigkeit, seine Freundschaft, die ausgezeichnete Zusammenarbeit, die großen Spaß gemacht hat. Auch seiner Frau Elke für die wichtige Unterstützung an seiner Seite und hinter den Kulissen, seinem Sekretär Detlef Gretenkort, dessen Wissen und Erfahrung sehr wertvoll waren. Danke auch unseren Partnern vom Hirschhorn Museum und Sculpture Garden in Washington, wo die Ausstellung der Fondation Beiler diesen Sommer in modifizierter Form präsentiert wird. Wir freuen uns über die kollegiale Kooperation mit dieser angesehenen Institution. Wir danken den Galerien des Künstlers, Gagosian, Ropak und Whitecube für ihre Unterstützung, ebenso allen Sponsoren und Gönnern. Wir danken vor allem allen Mitarbeitern, die an der Realisierung von Ausstellung, Katalog und Programm mitgewirkt haben. Insbesondere unserem Kurator Martin Schwander und unserer Assistenzkuratorin und Projektleiterin Nadine Koller. Schließlich danke ich meinem geschätzten Kollegen Josef Helfenstein und seinem Team im Kunstmuseum Basel. Wir arbeiten ja immer eng und freundschaftlich zusammen in verschiedenen Bereichen, normalerweise im Stillen, jetzt erstmals in unserer Geschichte überhaupt, offiziell. Und es ist schön, dass wir in beiden Institutionen gemeinsam einen Künstler ehren. Unsere Vernissage ist am Samstag, das Kunstmuseum eröffnet am Sonntag. Georg Baselitz ist am 16. Februar wieder hier zu Gast für ein öffentliches Künstlergespräch. Die Biografie des Künstlers ist ja hochinteressant und es gibt auch gute Bücher dazu. Wenn Sie gerne scharfsinnige und scharfzüngige Zitate vom Künstler haben, empfehle ich Ihnen auch das ausgezeichnete Gespräch, das er mit Martin Schwander in unserem Katalog geführt hat. Ich verzichte aus zeitlichen Gründen darauf, näher darauf einzugehen, denn wenn er schon selber hier ist, kann er uns natürlich viel besser über sein Leben und seine Kunst sprechen. Es wird gewöhnlich von einem Museumsdirektor erwartet, dass er an der Medienkonferenz ein paar gescheite Worte zum Werk des Künstlers von sich gibt. Das wollte ich eigentlich auch tun, aber irgendwie war es mir diesmal nicht genug, um auszudrücken, was ich bei den Werken von Georg Baselitz denke und fühle. Und bin bei meinen Recherchen dann auf einen Text gestoßen, der das eigentlich ausdrückt, weil eigentlich möchte ich ja nur sagen, das ist richtig gut, das ist umwerfend gut, das ist großartige Malerei, das ist große Kunst. Und jetzt habe ich einen Text gefunden, den der Werner Schmalenbach, legendärer Museumsdirektor, der die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen aufgebaut hat, im Vorwort zum Katalog der Baselitz-Ausstellung in der Galerie Beiler 1992 geschrieben hat, und ich zitiere, und das spricht mir aus dem Herzen. Sollte mich jemand fragen, was ich von Georg Baselitz halte, dann würde meine spontane Antwort lauten, ein toller Maler. Und im Grunde genügt mir diese Antwort schon. Alles andere kommt, sofern überhaupt, erst danach. Das Fragen nach dem Warum, das Nachdenken über das, was auf den Leinwänden passiert, oder gar über eventuelle historische, biografische, philosophische und sonstigen Implikationen. Will ich das überhaupt wissen? Am Ende jedenfalls, nach allem also, was ich möglicherweise mehr nolens als volens an Erkenntnisse gewinne, komme ich zurück, an den Anfang zurück, ein toller Maler. Vielleicht füge ich noch hinzu, in dieser an tollen Malern so armen Zeit. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Sehr geehrte Anwesende, liebe sehr geehrter Künstler und Gattin des Künstlers, ich habe nicht viel anzufügen. Ich möchte vor allem danken dem Künstler für nicht nur für diese Ausstellung, sondern auch für diese sehr lange Freundschaft, die das Kunstmuseum Basel mit ihm verbindet. Ich glaube, es gibt dafür einen Namen, den man unbedingt nennen muss, und das ist Dieter Köpplin, der diese erste Ausstellung 1970 gemacht hat.
Baselitz war damals jung und es war, glaube ich, die erste überhaupt Museumsausstellung. Und es war eine Pionierausstellung, ich glaube, das darf man sagen. Seither hat diese Freundschaft zwischen dem Kunstmuseum Basel und dem Künstler viele Manifestationen erlebt. Sofort wurde die Sammlung also erweitert. Schon anlässlich der ersten Ausstellung wurden Werke angekauft. Vor allem aber hat der Künstler auch sehr großzügig geschenkt. Und dieser Sammlungszuwachs, glaube ich, ist der schönste Ausdruck dieser langen Beziehung, die bis heute andauert und die auch heute eine Art Kulminationspunkt erreicht, glaube ich, mit dieser Doppelausstellung. Wir haben inzwischen im Kunstmuseum eine der bedeutendsten, wenn nicht die bedeutendste Ausstellung von Werken auf Papier des Künstlers. Es sind nicht weniger als 149 Zeichnungen und fast 30 druckgrafische Werke. Darüber, über den Inhalt dieser Sammlung, die großartig ist, wird Ihnen Frau Haldemann mehr erzählen. Ich bedanke mich ebenfalls sehr bei den Kuratoren, bei Martin Schwander und bei Anita Haldemann. Ich glaube, ich wusste gar nicht, dass das unsere erste wirklich offizielle Kooperation ist. Umso besser. In diesem Fall ist es völlig logisch, dass wir zusammengearbeitet haben. Ich bedanke mich natürlich sehr herzlich auch bei Sam Keller und seinem Team für die ganze Logistik, für diese enorm riesige Pressekonferenz, ist schon ziemlich viel Arbeit, nehme ich an, und vielen Dank. Und ich freue mich jetzt mehr zu hören über die beiden Ausstellungen von den beiden Kuratoren. Meine Damen und Herren, es freut mich, Sie zu dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen. Ich werde eine kurze Einführung geben in die Ausstellung in der Fondation Beiler. Die Fondation Beiler widmet 2018 ihre erste Ausstellung dem deutschen Maler, Grafiker und Bildhauer Georg Baselitz. Aus Anlass des 80. Geburtstags dieses für die Kunst unserer Zeit zentralen Künstlers vereinigt die umfangreiche Retrospektive viele der bedeutendsten Gemälde und Skulpturen, die Baselitz in den letzten 6 Jahrzehnten geschaffen hat. Die Ausstellung präsentiert Leihgaben aus europäischen und amerikanischen Privatsammlungen und Institutionen, die teilweise seit langem nicht mehr öffentlich gezeigt wurden. Sie beginnt in der Fondation Beiler und wird in veränderter Form im Sommer 2018 im Herschel Museum and Sculpture Garden Washington DC zu sehen sein. Die Baselitz-Ausstellungen, Herr Keller hat es bereits erwähnt, sind in der Schweiz wie in den USA ein seltenes Ereignis. Die letzte monographische Schau zu seinem Schaffen in der Schweiz hat 1990 im Kunsthaus Zürich stattgefunden. Diese Ausstellung wurde damals von Harald Seemann kuratiert. In den USA wird unsere Ausstellung die erste nordamerikanische Retrospektive seit derjenigen von 1995 sein, die unter anderem im Guggenheim Museum in New York und im Herschel Museum in Washington Station machte. Die Ausstellung wird in der Auswahl der Werke und in ihrer Präsentation von dem Gedanken geleitet, die Essenz von Baselitz mehr als 6 Jahrzehnte umfassendem Oeuvre im gleichberechtigten Nebeneinander von Gemälden und Skulpturen aus allen Schaffensphasen zu ermitteln. Die Einzigartigkeit von Baselitz formalem und inhaltlichem Erfindungsreichtum wird nur in der chronologischen Abfolge der ausgewählten Werke erfahrbar. Schlüsselwerke der 1960er Jahre aus der Serie der Helden und Frakturbilder sind ebenso vertreten wie die auf dem Kopf gemalten Motive, mit denen Baselitz in den 1970er Jahren berühmt wurde. Neben großformatigen, farbig gefassten Holzskulpturen und bemalten Reliefs, das ist eines der Hauptwerke aus der die 45er Arbeit von 1989 hier um sich herum,
befindet sich in der Ausstellung auch eine Gruppe von Bildern aus der Remix-Serie, die zwischen 2005 und 2008 entstanden sind. Gemälde sowie Außen- und Innenskulpturen der letzten zwei Jahrzehnte vervollständigen den Blick auf einen der eigenwilligsten Gegenwartskünstler. Eine Werkgruppe, die im Herbst 2017 entstanden ist und bislang nicht öffentlich zu sehen war, beschließt den Ausstellungsrundgang. Die Ausstellung richtet den Blick auf Georg Baselitz als einen Künstler, der tief in der Geschichte der europäischen und amerikanischen Malerei und Skulptur verwurzelt ist und der als Schöpfer einer idiosynkratischen, figurativen Bildsprache eine herausragende Sonderstellung einnimmt. Georg Baselitz positionierte sich nach seiner Übersiedlung nach West-Berlin 1957 von Anfang an als avantgardistischer Künstler. Mit seiner ersten Einzelausstellung in der West-Berliner Galerie Werner & Katz 1963 provozierte der 25-Jährige ein Succès de Scandale. Zu Beginn der 1970er Jahre folgten erste Ausstellungen in renommierten europäischen Museen und Ausstellungshäusern. Die, wie bereits erwähnt, die erste institutionelle Ausstellung 1970 im Kunstmuseum Basel, kuratiert von Dieter Köpplin, dann 1972 Hamburger Kunstverein, 1976 eine sehr wichtige Ausstellung, weil es da vor allem um Malerei ging, das war die Ausstellung der Kunsthalle Bern, kuratiert von Johannes Gachnang, 1979 dann eine wichtige Ausstellung im Van Abbe Museum in Eindhoven, die wir Rudi Fuchs verdanken. Diese ersten Ausstellungserfolge können jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Baselitz figurative Kunst kontrovers diskutiert wurde. Am Anfang unserer Retrospektive stehen die ersten zu Beginn der 1960er Jahre gemalten Werke, mit denen Baselitz an die Öffentlichkeit getreten war. Es sind düstere, pastos gemalte Bilder des Grauens und Schreckens, des Hässlichen und Grotesken. Pede Fus, also Pede steht für Pandemonium, pandemonisch, und die große Nacht im Eimer konfrontieren den Betrachter in aggressiver und emotional bedrängender Weise mit Visionen verstümmelten und entstellten Lebens. Mit diesen überspannten Bildfindungen rief Baselitz der Bundesrepublikanischen Gesellschaft ihre unmittelbare Vergangenheit, aber auch ihre aktuelle Verantwortung in Erinnerung. Für die alltägliche Lebenswelt gab es lange Zeit im Werk dieses von inneren Bildern besessenen Künstlers keinen Platz. Für Baselitz galt das Axiom, das bis heute sein Verständnis von Kunst und Leben bestimmt. Es ist die Überzeugung, dass das Bild eine Art Schutzschild gegen die Unzulänglichkeiten des Lebens ist. Nur über das Bild definiert Gesehenes, findet Gesehenes und Erlebtes, Erinnertes und Imaginiertes zu jener sinnstiftenden Einheit, die der Mensch zum Leben braucht. So erstaunt es nicht, dass Baselitz zu den wenigen zeitgenössischen Künstlern gehört, die den Glauben an das Bild nie in Frage gestellt haben. Es ist daher auch folgerichtig, dass Baselitz seit seinen künstlerischen Anfängen einen stetigen Dialog mit Vorbildern aus der Kunstgeschichte führt. Die Heterogenität von Baselitz' Wahlverwandtschaften mag zu Recht irritieren. Im Gegensatz zu den Stil- und Motivzitaten, deren willentlichen und unwillentlichen Selbstparodien in der Postmoderne, macht er sich die Vorbilder so zu eigen, dass sie zu Echokammern seiner menschlichen und künstlerischen Selbstfindung werden. Die Mitte der 1960er Jahre entstandenen Helden sind Baselitz' erste malerisch und kompositionell ausgereifte Bildfindung. Die männlichen Gestalten auf den Heldenbildern in zerfetzten Kleidern in Erscheinung treten, können als Alter Egos des Künstlers gedeutet werden. Es sind zum Beispiel mit Pinsel und Palette ausgerüstete Figuren, denen die pathetische Aufgabe obliegt, in einer moralisch verkommenen, in Trümmern liegenden Zivilisation mit ihrer Kunst eine Gegenwelt zu entwerfen. Mit der ambivalenten Heldenserie, die sich in der Bildanlage an Figurendarstellungen des italienischen Manierismus orientiert, erreichte Baselitz erstmals eine fragile Balance zwischen inneren Bildern und kunsthistorischen Vorbildern, zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Erinnertem und Imaginiertem. Die Frakturbilder, die 1966 auf die Heldenserie folgen, können als Versuch gedeutet werden, sich mit
künstlerischen Mitteln von der Last der eigenen Bilder zu befreien. Die Figuren auf den Frakturbildern sind denjenigen auf den Heldenbildern aufs engste verwandt. Es sind einsame, anonyme, männliche Gestalten, zu denen sich ein Bestiarium von kühnen und aggressiven Hunden gesellt. Die pastoralen Darstellungen wirken wie mutwillig in Streifen zerschnitten und auf unbeholfene Weise neu zusammengesetzt. Auf den späten Frakturbildern sind die Bildmotive vollständig pulverisiert. Baselitz führt in diesen aberwitzigen Bildern auf lustvolle Weise die Zerstörung des Bildes als sinnstiftende Einheit herbei, wohlwissend, dass es für ihn keine Alternative gibt, um eigene Bilder zu malen. Mit den Frakturbildern steuerte Baselitz auf eine Art Nullpunkt der Malerei zu, der für ihn nicht das Ende, sondern die Neuerfindung der Malerei war. 1970 malte Baselitz das Fertigbetonwerk, eines der ersten Bilder, auf dem das Bildmotiv kopfüber gemalt ist. Damit führte er eine Zäsur herbei, die sein Werk zweiteilt. Dem Frühwerk der Strom- und Drangjahre steht seit 1969 auch ein heute auch noch Irritationen auslösender Personalstil gegenüber, der ohne Nachahmer geblieben ist. Baselitz versteht ihn als dritten Weg zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit. Doch mit der Umkehrung des Bildmotivs allein war das Ziel einer Art Peinture pure nicht zu erreichen. Damit einher ging eine vermeintliche Banalisierung der Bildmotive und des Malstils. Baselitz wählte nun Motive aus, die mit seiner alltäglichen Lebenswelt in Beziehung standen. 1969 malte er mit den Bildnissen seiner Frau Elke und von Weggefährten wie Franz Dahlem und Michael Werner eine Serie von Porträts, die in einem pseudo-naturalistischen Stil gehalten sind. Erstmals malte Baselitz auch großformatige Akte von Elke und sich selbst. Sie wurden zu einem der Motive, die bis heute sein Werk wie ein roter Faden durchziehen und dabei wie ein Lackmustest der jeweiligen Befindlichkeit des Künstlers und seiner Frau funktionieren. Ein weiterer methodischer Neuansatz betraf das Malen nach fotografischen Vorlagen. Baselitz verwendete dabei eigene Schwarz-Weiß-Fotografien und Polaroid-Aufnahmen. Es waren also weiterhin Bilder nach Bildern, die er nach dem willentlichen Entscheid für die Motivumkehrung malte. Die Qualität der Bildvorlagen und der Umgang mit ihnen haben sich jedoch grundlegend geändert. Während die stupenden Bildfindungen der 1960er Jahre aus einem komplexen Amalgam von Erlebtem und Erinnertem, von inneren Bildern und kunsthistorischen Vorbildern bestehen, reproduzierte Baselitz im neuen Jahrzehnt Fotografien alltäglicher Begebenheiten. Die fotografischen Vorlagen funktionieren dabei als eine Art Filter zwischen dem Künstler und der alltäglichen Lebenswirklichkeit. Baselitz sah sich dabei mit der Aufgabe konfrontiert, die Banalität der Vorlagen so zu konterkarieren, dass die Bilder selbst nicht banal sind. Eine Strategie, die Banalität der Bildvorlagen zu unterwandern, war die Wahl von Motiven, denen ein Reizpotenzial zu eigen ist. So war in der ideologiekritischen, postrevolutionären nach 68er Zeit für viele die Darstellung eines Adlers als bildbeherrschendes Motiv in Fingermalerei Adler 1972 Grund genug, darin eine reaktionäre Provokation zu sehen. Der bravourös gemalte Maler, der sich im Sturzflug befindet, wurde mit dem von den Nationalsozialisten usurpierten deutschen Reichsadler in Beziehung gesetzt. Fingermalerei Adler ist ein typisches Beispiel für die formalen Veränderungen, die Baselitz Malerei zu Beginn der 1970er Jahre auf eine neue Grundlage gestellt haben. Folgenreich war die kompositionelle Entscheidung, die Mittelachse mit freigestellten Bildmotiven zu besetzen. Die einfache und strenge bildparallele Anordnung der Darstellungsgegenstände, die den Bildern Klarheit und Festigkeit verleiht, hat sich zu einem kompositionellen Grundmuster entwickelt, das in Baselitz Bildsprache bis heute immer wiederkehrt. Die Konzeptualisierung für Baselitz Malerei Ende der 1960er Jahre ist nicht unabhängig von der Bilderfeindlichkeit des Kunstdiskurses zu verstehen, wie er damals von der amerikanischen Minimal- und Konzeptkunst dominiert wurde.
Mit der Motivumkehrung und der Banalisierung der Bildinhalte hatte Baselitz eine zur theoretischen Reflexion anstiftende Malmethode erarbeitet, die das unzeitgemäße Frühwerk rasch vergessen ließ. Die damit einhergehende Balance zwischen Emotivität und Selbstreflexion, Spontanität und Selbstkontrolle war jedoch nicht von langer Dauer. Bald schon melden sich die widerstrebenden Kräfte zurück, die das Werk von die der Kunst von Baselitz zugrunde liegen. Auf formaler Ebene zeigt sich das etwa an den Bildern wie Stillleben 1976-77 und Akt Elke 1976-77. Beide Bilder bauen auf starken Hell-Dunkel-Kontrasten auf, die breiten Pinselbahnen wirken hastig aufgetragen, die Komposition als Ganzes unruhig und instabil. Zwischen dem Akt Elke und den Remix-Bildern der 2000er Jahre liegt eine Periode, die bis heute in Europa und den USA das Bild von Baselitz Kunst geprägt hat. Stark mediatisierte Ausstellungen wie A New Spirit in Painting 1981 in London, die Documenta 7 1982 in Kassel und Zeitgeist 1982 im Gropiusbau in Berlin etablierten Baselitz als einen der führenden Gegenwartskünstler. Gleichzeitig wurde ihm die Rolle eines Vaters und Vorläufers der neoexpressionistischen Malerei zugedacht, welche in den frühen 1980er Jahren die Kunstwelt in Europa und den USA wie aus dem Nichts erfasst hatte. Doch Baselitz selbst stellte von Anfang an jede Verbindung zwischen seinem Werk und den neoexpressionistischen Bildern einer jüngeren Malergeneration in Abrede. Dass er in seinen zeitgleichen expressiv gemalten Bildern auf die Gründungsväter des Expressionismus, auf Edvard Munch und die Dresdner Brücke Künstler rekurrierte, ist dazu kein Widerspruch, sondern führt ins Zentrum seines künstlerischen Selbstverständnisses. Seit seinen künstlerischen Anfängen ist Baselitz dabei geblieben, mit Erinnerungen aus der Kunst zu arbeiten. So gesehen war es nur eine Frage der Zeit, bis er sich in seiner eigenen Kunst zu erinnern begann. Die umfangreiche, Mitte der 2000er Jahre entstandene Remixerie ist in dieser Perspektive der Kulminationspunkt einer künstlerischen Methode, die im Laufe der Jahrzehnte immer komplexer wurde. Baselitz Bildkosmos funktioniert wie ein Spiegelkabinett, in dem erinnerte und imaginierte Bilder, eigene Bilder und kunsthistorische Vorbilder kontinuierlich zu neuen Bildfindungen verschmelzen, die ihrerseits wieder in neue Bildfindungen aufgehen werden. Entgegen seiner dem Selbstschutz dienenden Beteuerung, dass seine Bildmotive bloßer Anlass seien für Farbaufträge und malerische Selbstbezüge, sind Baselitz unreine, widersprüchliche und spannungsgeladene Bilder, fragile und verstörende Kunstwerke, weil sie viel mehr tun, als selbstbezogen malerische Virtuosität vorzuführen. Sie wurden im Bewusstsein geschaffen, dass Malerei welthaltig ist. Zum Schluss noch zwei Hinweise. Gleich hinter Ihnen im Saal 21 können Sie nachher eine Filminstallation von Alexander Kluge sehen, der deutsche Filmemacher und Schriftsteller, der mit Georg Baselitz und seiner Frau befreundet ist, hat zu Ehren von Georg Baselitz ein filmischer Hommage geschaffen unter dem Titel Parsifal Container. Und im Wintergarten ist ein Film zu sehen, ein 15-minütiger Film, den Heinz-Peter Schwerfel im Herbst 2017 im Atelier von Baselitz am Ammersee gedreht hat und in dem Baselitz über sein Denken und Schaffen Auskunft gibt. Ich danke vielmals. Ich übergebe das Wort an Anita Haldemann. Okay. Meine Damen und Herren, im Kunstmuseum Basel erwartet Sie eine veritable Retrospektive der Zeichnungen von Georg Baselitz. Und ich hoffe sehr, dass unser Key Visual auf dem Plakat Sie nicht von Besuch abschreckt. Es gibt also sehr viel zu sehen. 103 Zeichnungen, und zwar aus mehreren Jahrzehnten. Wir beginnen 1955 und die neuesten Zeichnungen stammen aus dem Jahr 2016.
Wir hatten quasi ein Luxusproblem bei der Vorbereitung dieser Ausstellung. Wir konnten nämlich aus 150 Zeichnungen im Bestand des Kupferstichkabinetts auswählen. Und weglassen ist ja manchmal schwieriger als noch Werke dazu finden. Wir haben nur für die letzten 15 Jahre ein paar Leihgaben dazu genommen, um wirklich das ganze Spektrum abzubilden. Dass wir die Zeichnung parallel zu den Gemälden zeigen und diese Medien nicht gemischt werden, ergibt, glaube ich, im Werk von Georg Baselitz sehr viel Sinn und hat ja auch Tradition mit den Ausstellungen, die wir im Kunstmuseum seit 1970 gezeigt haben. Die erste Ausstellung von Dieter Köpplin wurde ja schon erwähnt und es ist auch ihm zu verdanken, dass die Zeichnung so speziell gewürdigt wurde vom Kunstmuseum Basel und dadurch auch zum Ausdruck kam, wie wichtig das zeichnerische Œuvre ist, dass es nicht nur Vorspiel, Vorbereitung der Malerei ist, sondern dass es wie eine parallele Tätigkeit ist zur Malerei oder auch zur Druckgrafik. Hier noch ein Foto, das ein bisschen zurück in die Geschichte des Kunstmuseums weist. Ich möchte aber konkret auf unsere Ausstellung eingehen und nicht nur auf die Geschichte. Wir beginnen mit Werken, die vielleicht in der Biografie noch als nicht gültige Werke gelten würden. Man liest oft in der Biografie erste gültige Werke ab 1960. Wir beginnen im Kunstmuseum 1955 und das ist auch ein spezielles Merkmal unserer Sammlung, dass wir so früh anfangen. Das ist auch einer Ausstellung von Dieter Köpplin und seiner Sammlungstätigkeit zu verdanken, weil er 1999 in einer Ausstellung Frühwerke von Dürer bis heute diese frühen Zeichnungen von Baselitz gezeigt hat und sie dann auch für die Sammlung sichern konnte. 1955, da war der Künstler 17-jährig und er hat, wie er selber mit einem Schmunzeln erzählt, damals mit diesem Werk in einer Mappe sich zum ersten Mal in Dresden beworben für eine Kunstausbildung, was nicht geglückt ist. Ein kleiner Misserfolg, der aber sehr bald ja von Erfolgen abgelöst wurde. Dieses Reh links und rechts dann eine Zeichnung schon 4 Jahre später, die auch zeigt, was schon betont wurde, seine Verhaftung auch in der Bildtradition, die Auseinandersetzung mit einem Gemälde, eine Art Kopien, freie Kopien nach Gemälden. Das ist also der Auftakt der Ausstellung, quasi Baselitz avant la lettre. Es geht dann weiter eigentlich durch die ganze Karriere des Künstlers. Alle wichtigen Werkphasen werden abgebildet. Hier 2 Zeichnungen zum Beispiel aus dem Kontext der pandämonischen Manifeste der frühen 60er Jahre. Und schon hier zeigt sich ein sehr gekonnter Umgang mit zeichnerischen Mitteln, auch wenn Baselitz die Schönlinigkeit sehr gezielt vermeidet, kommt das Können mit dem Umgang dieser Mittel eben doch sehr schön zum Ausdruck. Sie sehen auch, es sind oft bildhafte Zeichnungen, die ihren Status als wichtige Werke auch so postulieren, nicht zuletzt durch das Format. Das Blatt rechts zum Beispiel ist 63 mal fast 40 Zentimeter groß. Was aber noch klein ist, das wird dann sehr schnell viel größer. Wir gehen dann auch schon weiter zu Helden. Die Helden werden auch in der Zeichnung natürlich dargestellt, die Frakturbilder folgen. Gerade diese Blätter sind sehr spannend aus der Nähe zu betrachten, weil sie sehr intensiv bearbeitet worden sind mit einer sehr auch dynamischen Zusammenarbeit von verschiedenen Zeichenmitteln wie Bleistift, Kreide, Lavierungen. Also da ist sehr viel, was auf Papier passiert. Zum Beispiel bei den Frakturbildern zeigt sich bei den Zeichnungen sehr schön, dass da vielleicht auch Einflüsse wie die Cadavre exquis, diese Zeichnungen der Surrealisten, eine Rolle gespielt haben beim Zusammenfügen von einzelnen Streifenbildern quasi. Dann geht es auch schon weiter in die späten 60er Jahre, wo dann Schritt für Schritt sich dieses Kippen der Motive ankündigt. Und zwar zuerst bei einem Hasen, der vor einem Kreuz hängt,
dann bei einem Mann, der an einem Baum hängt oder klebt, das lässt sich nicht so genau ausmachen. Also das Motiv wird so langsam aus der realen Welt losgelöst und gedreht. Beginnt so eine Zerrissenheit, Desorientierung in diesen Darstellungen, die dann weiterführt zu einer Schlüsselzeichnung, die auch ganz anders ist im Duktus. Das sieht man auf den ersten Blick. Hier steht ein Künstler, der Maler, auf dem Kopf. Das heißt, er sitzt ja eigentlich und sein Kopf ist noch ganz tief in den Boden des Ateliers, zwischen diese Töpfe eingesunken, Farbtöpfe. Er ist noch verwurzelt, aber einerseits die Farbigkeit kündigt da eine neue Welt an und eine Rahmenlinie definiert quasi die Zeichnung als Statement, das Gültigkeit hat. Dann machen wir einen kleinen Sprung. Die 70er Jahre sind abgebildet, aber ich möchte Ihnen ja auch nicht sämtliche Exponate schon hier zeigen. Der Sprung in die 80er Jahre, hier zeigen sich sehr viele Parallelen zu wichtigen Gemälden, die zum Teil hier in der Ausstellung sind. Man sieht dann, dass zum Beispiel die Brücke-Künstler, die erwähnt wurden, oder Edvard Munch eine große Rolle spielen. Aber was man bei den Zeichnungen auch ganz besonders sieht, ist diese Auseinandersetzung mit der Konstruktion eines Bildes, des Aufbaus, aber auch der Dynamik zwischen Linie und Farbe, die auch in den Gemälden oft eine zentrale Rolle spielt. Zum Beispiel rechts in diesem fantastischen Blatt mit grüner Aquarellfarbe, diesem flüssigen, farbigen Malmittel und dann der trockenen Kohle, die zusammenspielt und eine ganz spezielle Dynamik auf dem Papier ergeben. Rudi Fuchs hat mal geschrieben, dass die Zeichnungen die Motive mobil machen bei Baselitz. Also dass eigentlich auch das Zeichnen eine wichtige Rolle darin spielt, in seinem Umgang mit den Motiven und der quasi Fruchtbarmachung dann in den Gemälden. Diese Arbeit hier ist ein Teil einer dreiteiligen Hauptarbeit des Künstlers. Sie heißt Kampfmotive aus dem Jahr 1986. Das sind drei Blöcke, die je 3x3 Meter groß sind, aber aus 12 Zeichnungen je zusammengefügt wurden. Und gerade solche Werke, die wirklich zu den ganz großen Hauptwerken in der Zeichnung gehören, zeigt sich auch nochmal der Anspruch des zeichnerischen Werkes. Nicht nur, dass Baselitz die Zeichnungen alle datiert, signiert, ihnen Titel gibt, betont den Status der Zeichnung, aber hier mit dieser Größe zeigt es auch, inwiefern er ihnen diesen Platz gibt und auch das große Statement in der Zeichnung sucht. Die Kampfmotive hier, dieser Block, das sind 12 Köpfe, auch hier wieder schon eigene Rückbezüge auf das eigene Werk, auf die Frakturzeichnungen, vor allem auf die Helden ganz oben links mit der Andeutung eines Zaunes, aber auch auf Antonin Artaud, der in den 60er Jahren für ihn ganz wichtig war, und wiederum Munch und Porträts der Ehefrau. Die Kampfmotive, der Titel, hat eigentlich mehr mit dem bildnerischen Prozess zu tun, mit dem Zeichnen. Es ist fast eher der Kampf der Kohle auf dem Papier, der Kampf zwischen Motiv und Abstraktion, der hier explizit im Titel erwähnt wird. In den 90er Jahren wird es tendenziell farbiger, noch auch größer zum Teil in den einzelnen Formaten. Hier ein Beispiel eines Porträts nach einem Foto. Die Aggression, die geht ein bisschen zurück, obwohl die Kraft dadurch überhaupt nicht zurückgeht in diesen Zeichnungen und Aquarellen. Dann kommen wir zu den letzten 15 Jahren, die wir eben mit Leihgaben abbilden in der Ausstellung. Hier werden ja die Rückgriffe noch vielseitiger auf das eigene Werk, zum Beispiel diese Walddarstellungen, die immer wieder kommen. Rechts aber ein Beispiel, wo Piet Mondrians Baum und dessen Weg zur Abstraktion auch anklingt, parallel mit rein abstrakten, gestischen
Markierungen in Schwarz. Also hier beginnt jetzt die Abstraktion und das Figürliche eigentlich eine dynamische Symbiose. Es ist eigentlich weniger der Kampf, der früher stattgefunden hat, als ein sehr produktives Miteinander. Und hier zum Abschluss noch zwei weitere Zeichnungen von 2010 und 2016, wo man sieht, wie auch Linie und Farbe, wenn man jetzt dieses Thema auch verfolgt durch die Zeichnungen, sich immer wieder anders äußert. Und es ist ja auch die Phase, wo die Zeichnung auch eine ganz starke Einwirkung auf die Malerei hat, in dieser Flüssigkeit, auch in dieser sehr lockeren Souveränität, die wir besonders auf diesen zwei Blättern sehen. Links auch ein Rückbezug auf ein eigenes Gemälde, Trauerseeschwalbe von 1972, rechts auch ein Bezug zu Duchamps Akt, eine Treppe hinabgehend, der Titel bis auf Weiteres abwärts, verrät auch ein bisschen der Humor, der in diesen Werken eine Rolle spielt. Ja, damals haben Sie einen kleinen, schnellen Rundgang durch die Ausstellung im Kunstmuseum gesehen. Ich hoffe, Sie nehmen sich die Zeit und kommen nachmittags noch zu uns und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus